Söderle. Da sind wir wieder. Wir haben wieder ein paar Stunden Zeit. Ja, nicht mehr so viele heute, aber wir wollen ja trotzdem noch ein bisschen weiterkommen zumindest. So. Genau, wir machen weiter mit FF7 Rebirth. Wir sind gerade hier im Cosmo Canyon angekommen. Und ich war direkt schon sehr überwältigt. Nicht nur davon, wie das hier aussieht, wie die Atmosphäre ist, sondern auch... Moment, wir hören uns das nochmal kurz an, weil ich finde das so richtig geil hier unten. Natürlich die Cosmo Canyon Hintergrundmusik. Schon sowieso ein Banger. Und dann haben sie hier unten auch nochmal diesen kleinen Chor hier. Einfach nur geil. If you're wondering where the name Syldra comes from, it's a legendary dragon featured in local tales. Das hier ist übrigens mein Frühstück und Mittagessen. Ja, ich bin schon so alt, Leute. Ich bin schon so alt, ich nehme jetzt schon flüssig Nahrung zu mir. Genau so sieht es nämlich aus. Ja, und was besonders cool ist, es geht hier anscheinend sehr um Drachen. Im Cosmo Canyon. Erstens ist Syldra ja auch ein Final Fantasy Klassiker. Von Syldra ist hier die Rede. Und unser Summon, das haben wir auch schon festgestellt, für diese Region ist Neo Bahamut, Alter. Das klingt doch schon mal richtig fett. So, also da wir ja sowieso schon so musikalisch anfangen, warum gehen wir nicht gleich in die Vollen? Und probieren das neue Klavierstück. Two legs, nothing to it. Red 13. So, wie viele Sterne haben wir? Ah, shit. Also ich glaube, langsam kommen wir jetzt in den Bereich. Wir haben hier jetzt das erste 4-Sterne-Lied. Ich glaube, langsam kommen wir in den Bereich, wo ich ganz ehrlich gestehen muss, das kann ich wahrscheinlich nicht so auf 0, nix irgendwie mit S-Rang lösen. Ich probiere mal mein Bestes, dass wir das überhaupt clearen. mal gucken. Aber es kann gut sein, dass ich ab jetzt die Stücke, dass ich euch nicht mehr damit foltere, die hier im Stream irgendwie auf S-Rang zu bringen, sondern dass ich das off-Stream mache. Mal gucken, wie hart es wird. Vielleicht sind wir ja überrascht und es ist gar nicht so schlimm. Oh Gott. Jo, okay, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll, ganz ehrlich. Ja, der, nee. Das werde ich euch nicht antun. Mein Gehirn funktioniert einfach nicht auf die Weise. Es geht nicht.
Und ich will nochmal bemerken, das hier ist das langsamste, was man einstellen kann. Ich lasse das mal so stehen. Ich hätte jetzt nicht mal einen Ansatz, wie ich das irgendwie schaffen sollte. Das ist richtig, richtig hardcore. How may I be of service? Scheint auch nur noch ein Musikstück zu fehlen. Ach, Zielrang ist AA. Ich muss A schaffen für die Belohnung? Ach komm, fuck. Okay. Es ist halt so vieles asynchron auf einmal. Ich komme halt schon wirklich mit Rang A komme ich hier schon an meine Grenzen. Ich kann nicht. Ich bin nicht für sowas gemacht. Es geht einfach nicht. Ich komme nicht klar. Ich gebe auf. Ich gebe mich geschlagen. Es ist mir zu hoch. Ich keine Ahnung, ob ich, also selbst wenn ich mich da jetzt hinhocke irgendwann und das irgendwie so stundenlang übe, ich weiß nicht, ob es irgendwann wirklich auf S hinbekommen. Oh, was ist das denn? Chakra. Auf Level 1. Is that SSL? Guten Tag. Ja, Zeichensprache. Lots of hand signals. That's how Shinra Sign Language came to be a thing. I know the basics. Queen's blood, huh? Queen's blood.
Gib mir irgendeine Karte für die Mitte. Okay, das ist gut. Nice. Da kann ich jetzt Dio hinmachen. Aber auch zuerst das hier machen. Ich glaube, das ist besser sogar. Ja. Das ist jetzt vielleicht krass, ja, aber ich glaube, es ist smart. Wenn ich hier meinen Schokobo kille, dann ist er nämlich futsch. Da kann er nichts mehr legen. Defi, let's go, man. Oh, er hat doch noch. Ah, er hat auch noch so eine so Drüberlegkarte. Shit, okay. Aber egal, ich habe noch eine Drüberlegkarte. Ich kontere deine Drüberlegkarte mit meiner Drüberlegkarte. Er hat noch eine! Er kontert meine Drüberlegkarte mit seiner Drüberlegkarte drüber. Wieder auf dem Weg zum Entsafter. Ja, ist gut, also, weiß nicht, heute, ich fühle mich ganz ausgeschlafen auf jeden Fall. Ich hab, ja, guck mal, das ist hier mein Frühstück und mein Mittagessen. Das ist ein Milchshake. Aus zwei Bananen, einem halben Apfel und bisschen Orangensaft und Milch. Das ist mein Essen. Du, 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 du. So. Wir müssen jetzt gucken, dass wir ihn. Oh, okay. Okay. Also allein die Karte hier zu legen, würde mir schon den Sieg bringen, glaube ich. Aber können wir noch was Cooleres machen? Ich habe nichts, was rückwärts geht. Legen wir Ifrit oder Dio? Wir legen Ifrit. Ifrit ist cooler. Ja, ich bin halt gar nicht so ein, ich bin gar nicht mal so ein riesiger Frühstücker halt. Aber so ein Shake, so was Kleines, Gesundes, das geht eigentlich immer ganz gut. Bam. Der Protein ist eh immer gut. Da kann man ja eigentlich nichts falsch machen. Eine Chimera-Banze. Oh, das ist eine Drüberlegkarte, die in alle Richtungen geht. Mm. Das ist nicht übel. Blutbaron. Jawohl, Mann. Ich bin ein Blutbaron. Jetzt können wir gegen die Frau kämpfen, die in Gongaga war. Unsere. Die kennen wir ja schon, die Wannabe-Königin. Oh. Oh. Oh, okay. I see, I see. Aber ich glaube, das mache ich nicht direkt. Ich meine, jetzt sind wir gerade schon im Cosmo Canyon, da will ich jetzt nicht zurückgehen. Das machen wir wann anders.
Ja, aber du musst ja, also, um so viel Gramm, Eiweiß zu dir zu nehmen, das ist ja... Da müsste man sich ja wirklich anstrengen. Ah, das hier ist der Aufzug, okay. Ich weiß, es ist eine Querflöte und ich habe gerade die Hand nicht quer gehalten. I know. Ja, das ist ja, man sagt ja sowieso allgemein, man soll so, so 2 bis 3 Liter am Tag trinken, aber ich bin mal ganz ehrlich, ich krieg das auch selten. Manchmal ja, aber meistens denke ich gar nicht oft genug dran, so viel zu trinken, weil man halt gerade mit irgendwas beschäftigt ist oder so. Eigentlich auch nicht gut, aber naja, so ist das. Was ist das denn? Kann ich da durchgucken? Nee. So, was gibt's denn hier noch Feines? Mal kurz noch hier unten ein bisschen umschauen, bevor ich mit dem Aufzug nach oben fahre. Bli bla bli 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 blu. Bli 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 blu. Have you heard about Avalanche's cries? There are wanted posters for them. Hey, is fellow Bugenhagen gonna come down today? I don't know. Hier ist nochmal ein Aufzug. Die haben überall Aufzüge. Ich glaube, im Original hatte man keinen Aufzug. Da musste man quasi immer hochlaufen. Was ist mit dem? Ist er besoffen? Das ist jetzt so Glas-Strohhalm. Aus dem Glas mit Strohhalm trinken hilft mehr. Bei mir ist es eher umgekehrt, weißt du warum? Das ist bei mir eine. Also ich verstehe, warum das Leute sagen. Bei mir ist es allerdings genau umgekehrt. Aus dem ganz simplen Grund, weil wenn ich eine ganze Flasche hier stehen habe, dann muss ich nicht mehr aufstehen. Also wenn ich einfach hier eine Flasche stehen habe, dann ist die Chance größer, dass ich die ganze Flasche trinke, als wenn ich nur so ein Glas nehme. Und dann denke ich mir immer so, nee, ja, jetzt nicht. Deswegen, also bei mir ist es definitiv so, dass ich mit Flaschen hier mehr trinke. Just so we're clear, I only Tigerlilie. Tigerlilie. Don't you dare use my weapons for anything. Ach so, verstehe. Aus den Exkrementen eines Phönix gemacht? Oh, das klingt ja hervorragend. Oh, Booster Packs. Let's go. Booster Pack. Oh, okay. Moment, da müssen wir nochmal kurz gucken. Weil das klang für mich gerade sehr stark danach, als würde die Stimme überhaupt nicht passen. Da müssen wir gleich nochmal gucken hier. Thanks. Hope to see you again soon. With Cosmo Salt, you can add a dash of the planet's grace and delicious. Ja, es geht. Ich dachte, sie sieht älter aus als das, aber. Ich finde trotzdem, die klingt ein bisschen zu jung. Du, 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 du,
Ja, du verlierst wahrscheinlich gleich einen Empfang, ne? Da ist er. Unser Boy. Redet er jetzt wieder dunkel mit uns? I was born and raised here, in this canyon. I was to become a watcher of the veil like those before. Das war gestern so lustig. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hattest, Defi, aber als wir ankamen, ist er kurz in seine normale Stimmlage gefallen und klang halt eher so wie ein Kind. My village once more. I appreciate all that you've done for me. Thank you. We're really gonna miss you, Red. Oh, don't say that. You're only making this harder. That's it. I mean, I wish we had more time, but this is my duty. I suppose it was your duty to act the old man. I wanted you to treat me as an equal, not a dog. Nana King, is that you, my boy? Ist das Bugenhagen? Jawohl. Geil. So, was that goodbye? Ja, er ist halt eigentlich viel jünger, als er uns die ganze Zeit glauben macht. The real question is, why did we come here? To learn the secrets of planetology. Come on. Can't forget that materia. As for me. that'll do. Also ich glaube, bei ihm war das so. I'm gonna steal some shot eye, if you don't mind. Ich glaube, er ist irgendwie 60 Jahre alt, doch schon, oder so. Oder 68, aber bei seiner Rasse ist es so, dass er im Prinzip, dass man das quasi durch 4 teilen kann. Das heißt, er ist eigentlich erst 16 oder so. Learn well the joys of giving. Generosity is a great virtue. So wie man halt so gerne so Hundejahre umrechnet, hier im echten Leben, ist es bei ihm halt umgekehrt. Also er lebt halt viel länger als Menschen. Deswegen ist er eigentlich erst 16. Ja, wie beim Hund, nur umgekehrt, ja. Bei einem normalen Hund rechnest du ja drauf. Also sagst du quasi, ja okay, der ist jetzt 7, aber in Hundejahren ist der irgendwie 28 oder so. Genau, aber bei ihm ist es halt umgekehrt. Er ist halt eigentlich viel, viel jünger. Oh, hier ist noch ein Match. Traveler. It is only natural to hear its call. Queen's blood is of the planet and for the planet. It, like all things, is part of the great cycle that connects us. Indeed, each and every card holds within it a greater purpose. One that counts. Okay, das ist, ja. Mhm. Zeit für ein Duell. Boah, was kommt denn nach dem Blutbaron? Der Blutkaiser? Blutmeister? Oh, ich habe nur einer Karte. Das ist nicht so gut. Wobei ich natürlich, ich habe aber das Trio, damit kriege ich noch Einserkarten dazu, wenn ich die auslege. Soll ich es riskieren? Ne, ja, ich mach mal den auch noch weg. Okay, das sieht schon weitaus besser aus als Anfang. I like. Blutesper. Alter, Blut-Bahamut. Oder der ultimative Rang. Blutwurst. Hast du aber gerade was sehr Gefährliches gemacht, mein Freund.
ich dir nämlich das Feld da oben wegnehmen. Jetzt kannst du nur noch eine Karte hinlegen. Ah. Und jetzt hast du verloren. Jetzt hat er verloren. Das war's. Das ganze Feld gehört mir. GG. Oh, er hat noch eine Karte bekommen, die er auf eine andere drauflegen kann. Aber das wird ihm jetzt auch nicht mehr helfen. Das ist vorbei. Dominated. Absolut. Guck mal, ich habe sogar noch hier Ifrit. Oh mein Gott. Ich nehme mal an, dass der hier jetzt wahrscheinlich die meisten Punkte bringt. Oh, guck mal, er hat noch eine Karte gefunden. Hilft ihm leider gar nichts. So, das geht auf 10. Ja, ich glaube, die hier ist am besten. Aber ich kann ja sogar noch was legen. La 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 la. Bam. So, haben wir gewonnen? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Das Doppelgesicht. Bei Stärkung erhöht sich die Stärke von Verbündeten und gegnerischen Karten. Bei Schwächung reduziert sich die Stärke. Ein doppelschneidiges Schwert. Ja. Passender Name. Strange, wicked Paul hangs over the life stream. And a similar dark energy has corrupted Queen's blood. Be careful. The game's pleasures belie the thorns beneath that will bleed you slowly and surely. Many devotees have succumbed to the darkness of which I spoke. Too many. Remember, the cards are a link between us and the planet. If you are in trouble, reach out. Wir glauben an das Herz der Karten. Oh, great mother, hear my prayer. Watch over your son. Das Herz der Karten ist mit uns. Ich weiß es, also sie ist auf jeden Fall, keine Ahnung. Sie erzählt uns ja auch, als hätte sie Ahnung davon. Ich bin halt mal gespannt. Also auf jeden Fall werden wir ja noch am Ende gegen diesen, Erschaffer davon, von dem Kartenspiel. Gegen den werden wir auf jeden Fall antreten. Also wir kriegen ja die ganze Zeit schon so Visionen von dem. Bin mal gespannt, wie das ausgeht. Da hinten ist auch noch ein Match. Das ist Barrett. A lot of folks downplay the planet's peril. But if they saw the weapons up close like we did, they'd have no choice but to acknowledge how bad it really is. Folks around here, though, they get it. They want what's best for our planet. Ich finde, der Ort sieht mega cozy aus, irgendwie. Wonder if it ain't too late to recruit them to Avalanche. Hat alles so schön aus Holz gebaut, aber so richtig, ich weiß nicht, so richtig cozy, einfach so in dieses Gebirge rein. Die Bar hier sieht auch ultra nice aus. Der Pharao, ja genau. Es ist Yami Cloud. Wir müssen Yami Cloud besiegen.
trace the whistling winds is to reflect on the journey of life and our eventual... We are siblings. The planet speaks to all of us. If you attune yourself with the natural flow of the planet... Beep, 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 pew, pew. Pew, 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 pew. Pew, 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 pew. A seminar is in progress. Ba 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 Seminar der Planetenkunde, oh ja, ha, ha. Blessings of the planet upon you. Disciples of her teachings gather here to share their experiences. Mm-hmm. Through these seminars we learn from one another and together enrich our lives. Participation in the seminars requires a special invitation from a mentor. Without one, I'm afraid you cannot join. Okay, das wird kein Problem. Perhaps you might instead consider taking part in the River of Lights ceremony. I suspect you'd enjoy it. Wir kriegen bestimmt die Erlaubnis dafür von Red Risins Opa, den wir gleich treffen würden. Oh, wer ist er denn? Hallo? Muss man sie kennen? It's our very first der Karl. Of the day, folks. We have ourselves a challenger. Hello, hallo, Karl. Sir. Care to tell the folks at home who you are? Could this shark be more of a guppy? Well, I spy a row of razor-sharp teeth in this little fishy's maw. You might be the QB killer we've been, but there's only one way to... That's right. To up the ante, our challenger's opponent will be none other than Karl, your host die quirlige Quasselstrippe. Alrighty. Na dann. Dann zeig mal, ob du so gut spielen kannst, wie du quasseln kannst. Ja, ist es wirklich, das ist wirklich so, so richtig spirituell alles. Das ist absolut wahr, ja. Oh, da muss ich aufpassen. Ich bin auch mal gespannt, ob es am Ende nicht irgend sowas richtig Overpowertes gibt. So im Stil von Exodia oder sowas. Wäre schon lustig. Yo, Frostermann, willkommen. Hello there. Hello there. Oh ja, Leute, falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben ein paar neue Emotes. Ich war gestern Nacht noch fleißig und habe endlich mal unsere kompletten Standard-Emote-Slots ausgenutzt. Und so ein paar von den Follower-Emotes habe ich auch ausgetauscht. Weil da hatten wir ja diese... Wir hatten ja diese langweiligen Lichtschwerter. Die habe ich jetzt nur noch bei den Bitrewards. Weil who cares about Bitrewards, ganz ehrlich. Aber ja, wir haben jetzt ein paar neue Emotes. Auch bei den Follower-Sachen. Ich finde den hier zum Beispiel finde ich sehr cute. Das ist Dureal Fett. So ein kleines fettes Glumanda. Das ganz klar einfach ein bisschen zu viel gefressen hat. Aber ja. Genau, neue. Neue Emotes. Was haben wir noch? Hier so ein Dureal Plush. Das ist so ein etwas verlegenes, kleines Glumanda, das einfach nur so nach vorne guckt und so. Genau. Das sind die Follower-Sachen. Und dann haben wir jetzt hier bei den Tier 1 Subs haben wir jetzt unseren eigenen Pepe. So ein Pepe, aber halt als Glumanda. Und natürlich genau das, was Frostermann postet. Wir haben unser eigenes Easy-Emote. Ich finde das sehr passend, weil es kommt doch schon öfter vor, dass wir hier Easy benutzen hier. Ja.
Ich tue mich nur sehr schwer mit den animierten Emotes. Weil ich bin jetzt kein großer Artist oder so. Und ich habe jetzt auch nicht unbedingt die Ressourcen da groß, das Zeug irgendwie auszulagern. Da muss ich mir mal irgendwas überlegen. Ich suche auch noch irgendwie so eine Möglichkeit, wie ich eventuell halt vielleicht so Sachen von mir irgendwie rausschneiden kann und dann so als animiertes Emote reinmachen kann. Also sowas wie so ein Nicken zum Beispiel finde ich ganz praktisch noch. Einfach so, ja, ja, ja oder nein, nein, nein. Das wäre halt noch ganz cool, wenn es animiert ist. Aber ich muss noch irgendeine Methode finden, wie das gut geht. Da weiß ich leider noch nicht genau, wie ich das gut lösen kann. Aber das wäre vielleicht eine Idee. Oh mein Gott. Leute, unser Deck ist crazy gut mittlerweile. Also wir haben echt so krasse Möglichkeiten. Die Gegner haben ja alle kaum noch eine Chance. Ja, same. Ich bin auch, also was Zeichnen anbelangt und so, ich bin da so schlecht einfach drin. Und das ist so eine Sache, da muss ich mir auch ganz ehrlich eingestehen, ich werde es auch nie lernen. Bin ich halt einfach nicht so der Typ dafür, dass ich das irgendwie drauf hätte. Ne, jeder hat ja so seine Talente. Und ich habe leider keines, das irgendwie... dass man da groß auf Twitch irgendwie benutzen könnte. Mann, ich will das Feld da oben. Ich will es, gib's mir. Na also. bis 300 Euro eingeplant für Emotes. Ja, da kriegst du auf jeden Fall schon ordentlich was hin, würde ich sagen. Nein, ich will das Feld. Seh es doch ein, du kriegst es nicht. Alakran. Oh wow. Wenn diese Karte geschwächt wird, reduziert sich die Stärke von gegnerischen Karten. Talk about carnage, am I right? I'm lucky I got out of that match with my lady. Made a serious splash with some. Something tells me this beast is about to upset the QB food chain. Da hast du vollkommen recht. Congratulations to you, though we found the canyon's resident shark. Stay tuned, because we've got more coming your way. Ich werde die Welt verändern mit meinen Karten, Mann. Since time immemorial, these sacred lands have been rich in spiritual energy. To pass through the veil and trace the whistling winds is to reflect on the journey of life and our adventure. My precious materia, where are you? No need to be shy, come out. Yuffie's gonna take you home. Ich find's schön, dass Yuffie genauso einen Ohrwurm von diesem Schokobo-Song hat wie ich immer. Spirit Animal. Oh, da ist wieder ein Fototyp. Fancy running into you here. Say, how about I get a shot of you giving thanks to the Karl, das tötet Menschen.
Also alles drumherum, nicht nur die Evos. Ja, das ist, Man kann da halt wirklich, man kann wirklich sehr, sehr viel Geld da reinstecken, aber... Ja. So, gehe ich jetzt da hoch, oder? Ja. Auf wie geht's? Das Einzige, was an Twitch halt immer so eine Sache ist, ist halt... Keine Ahnung. So die Balance ist halt immer so ein bisschen off. Du hast halt so die Streamer, die halt irgendwie so, sowieso schon mega viel Geld machen. Und... Die kriegen halt durch das ganze Geld dann noch mehr Geld. Weil dadurch können sie halt mehr Sachen machen und so. Und dann kommen halt wieder mehr Leute rein, dann gibt es wieder mehr Donations, mehr Subs und so. Und das ist dann so ein Kreislauf, der sich irgendwann entwickelt. Dass du halt quasi immer mehr machst. Und das Schwierige ist halt echt, wenn du so als kleiner Streamer dann anfängst. Und ich glaube, wenn du halt direkt da schon hingehst mit, ja gut, ich will direkt... so 200 und 300 Euro ausgeben, dann ist das vielleicht schon mal ein guter Anfang, weil du dann halt direkt schon so ein bisschen Fundament aufbaust, sag ich mal. Dass zumindest der Stream dann schon mal ordentlich aussieht für den Start. Warte, das heißt, du willst jetzt auch anfangen zu streamen? Da muss ich dran denken, dir zu followen auch direkt. Wann geht's denn los und was hast du geplant? Was willst du machen? Gut. Ende des Jahres, okay. Dann auch so Fitnesskram oder eher so just chatting, bisschen gezocke und so? Weil ich folge einem Typ, der hat wirklich so in seinem Streamingzimmer, hat er auch so ein ganzes Gym quasi gebaut, also selbst gebaut. Und der Typ ist irgendwie dafür bekannt, dass er halt so... Wie nennt sich das? Er macht halt dieses Deadlifting, heißt das, glaube ich, ne? Also wenn man so eine riesige Hantel quasi direkt vom Boden dann so nach oben hebt, man muss sie dann so über den Kopf drücken. Der macht das halt irgendwie seit Jahren oder so. Und der hat quasi so ein ganzes Setup dafür. In seinem Streamraum auch. Und da zeigt er halt manchmal quasi, wie er so seine Übungen macht damit und so. Das fand ich ziemlich interessant auch. Ja. Ein Mix aus Zocken, Kochstreams mit Lore-Talk von Games vielleicht. Okay, das klingt gut. Das klingt gut auf jeden Fall. Dann bin ich mal gespannt. Dann gebe ich dir auch mal ein paar Raids. Thank you for looking after Marmaki. My name is Bugenhagen. I teach planetology here in the canyon. One could say I know a thing or two about our world. A thing or two? I doubt there's a thing or two you don't know about it. Seine Stimme, ne? Well, it might Dass der so anders klingen kann, ist richtig like krass. I'm not a child anymore. I'm 48. 48. 40 what? Namaki here has a long life ahead of him. In human terms, I would say he's about 15 oder 16 Jahre alt. Or 16 years old. That's more than old enough. I can protect our Vale and everyone in it. Which is more than I can say for my good for nothing father. Oh. Speaking of the members, das ist eine coole Idee. Finde ich auf jeden Fall interessant, ja. Not yet. Was ist mit seiner Stimme los? Be right back. Ah, also um es kurz zu fassen, er gaukelt eigentlich allen die ganze Zeit nur vor, dass er super erwachsen und weise wäre. Aber eigentlich so, sein eigentliches Alter für seine Rasse ist so ungefähr 15, 16 Menschenjahre. Auch wenn er eigentlich schon 48 ist. Aber er ist noch ein Kind. Er tut die ganze Zeit nur so, als wäre er so erwachsen. Aber jetzt sind wir halt bei ihm zu Hause. Also hier ist er quasi aufgewachsen. Und das ist quasi so sein Adoptiv-Großvater, kann man sagen.
Und weil er jetzt halt sich so heimisch fühlt und so, bricht seine Stimme halt die ganze Zeit weg und er benimmt sich halt wieder so kindisch. Das ist ganz cute eigentlich. Nee, sie haben gerade 48 gesagt. Also man kann, mal 3 kann man rechnen, glaube ich. Jo. Oder durch 3, also beziehungsweise durch 3. Also 48 in Menschenjahren, aber in seiner Rasse sind es quasi 16 Jahre. Durch 3. Nee, ich habe vorhin 60 gesagt, weil ich nicht mehr genau wusste, wie alt er war. Aber ja. Boah, da oben. Ich bin mal gespannt. Hier gab's im Original gab's hier oben so eine richtig coole Szene, wo wir so ein bisschen was über den Planeten erfahren haben. Ich bin mal gespannt, ob das hier. Es ist bestimmt drin, aber ich bin mal gespannt, wie es umgesetzt wurde hier. Oh, das ist ja krass. Guck mal hier. Wow. Fivehead. That records fluctuations in various energies. I must ask that you handle it with care. It's a rather delicate device, you see. Okay. Also er hat so ein Aufzeichnungsgerät, was uns quasi mitteilt, wie der Planet gerade reagiert und drauf ist. Das ist ja interessant. Have my devices piqued your curiosity? They are essential to my studies of the planet. Those devices are testing the pull of gravity. That's a scale model of our planet and the surrounding stars. One could say the dust it's collected represents the people who live upon it. Huh. I never thought you could become even more interesting. While that may appear to be little more than a glistening mineral at a glance, it is in fact a crystallized collection of our planet's memories. Aber wann ist das geil gemacht einfach? Du läufst hier rum und denkst dir wirklich so, yo, hier, keine Ahnung, richtig krasse studierte Köpfe. Ultra Knowledge, das einfach hier überall rumliegt. Do you recognize that little scamp? I'll have you know that in his childhood, Nanaki was quite a handful. Es ist, wie ich Angst davor hatte, dass die das Spiel zu linear machen und dass man das Gefühl hat, dass das gar nicht wirklich eine große Welt ist. Und sie haben wirklich das komplette Gegenteil erreicht für mich. Also die Welt ist noch viel riesiger, viel offener, als ich die mir damals im Original vorgestellt hatte. Das ist so geil einfach. Ich komme ja wirklich, und das ist selten in so einem Spiel, dass ich mir wirklich klein vorkomme. Wisst ihr, was ich meine? Also in vielen Spielen hast du so immer die Idee, ja, ich komme ja sowieso überall hin und ich jumpe mal dahin und dann
die Welt ist irgendwie mini. Und hier, weil das alles irgendwie so riesig und weitläufig ist, habe ich wirklich das Gefühl, ich bin halt nur so ein kleiner Mensch auf so einem riesigen Planeten. Und ich finde, das ist richtig, richtig cool gemacht. Anakin never had much exposure to the outside world. I can only hope his travels with you. Ich bin total baff. Ich bin total baff von dem Spiel. Also ich muss auch nochmal ganz ehrlich sagen, ich hatte so nach Final Fantasy X ging es für mich ehrlich gesagt ein bisschen bergab mit den Spielen. Und auch 15 und 16 hatten sehr, sehr viele Mängel, meiner Meinung nach. Aber das hier haut mich jetzt halt, das Spiel hier, das haut mich komplett aus den Socken. Das ist... Ich hab's ja schon ein paar Mal gesagt, aber ich kann fast nicht fassen, dass so ein Spiel existiert. Das ist einfach zu riesig, zu gewaltig. Meistens hast du ja bei dem Spiel entweder viel Content oder halt richtig krasse Grafik und Detailreichtum, aber dieses Spiel hat einfach beides. Das ist crazy. Let's not be hasty. I'll show you that room later. Und dann kommt noch dazu, dass das wirklich alles komplett Voice Lines hat. Das Voice Acting sogar noch richtig fucking gut ist. Sogar noch Voice Acting in mehreren Sprachen auch. Wahnsinn. That right there is a type of a ich war gestern wirklich auch schon am Überlegen, wo du es gerade sagst. Ich war gestern schon am Überlegen, ob das überhaupt für mich noch topper ist dieses Jahr, und ich glaube nicht. Also ich glaube, ich habe legit jetzt schon mein Game of the Year gefunden. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass da irgendwas dieses Jahr drüber kommt. We observe here have traveled to us from the far reaches of time. Nothing is as beautifully complex as the cosmos. Huh? But that's just how we're wired. Humans can't help but think. Oh, riesiges Teleskop. Find a larger telescope on the planet. With it, you can see to the edge of the galaxy. There's no better view of the stars than through this scope. But the lens could do with some cleaning. My apologies. Wenn dann irgendwann vielleicht nächstes Jahr oder so die PC-Version hiervon rauskommt, dann ist das ja auch nochmal ein geiles Upgrade. Weil du dann quasi mit der Grafik hier oder sogar noch besser spielen kannst mit 60 FPS. Oh oh. Der Planet meckert. Planet crying out. A sorrowful dirge indeed. One I've heard all too often of late. This tubing allows us on the surface to hear the inner voice of the planet. What we just heard didn't come from the planet, though. That was definitely the voice of a weapon. You seem awfully sure of yourself, miss. Because we saw them with our own eyes. Two. In the Corel and Gungaga reactors. They were loud and huge. A fascinating account, were it true. However, such grand delusions could be a sign of Marco poisoning.
do see a doctor. Den ersten Teil gibt's auf PC. Excuse me? Oh, oh. Yes. That would do them some good. Judging from everything you've said, the three of you are unfamiliar with basic planetology. But it is never too late to learn. Please, jetzt kommt die Szene. Come with me. Ich bin gespannt, wie das jetzt aussieht, Mann. Yo, oh shit, das wird geil. I present to you our planetarium. While the Shinra building features the latest iteration, this particular one is my original design. Now then, without further ado. Now then. Das ist genau wie im Original. Yeah. Sogar die Musik. Ah, oh, ihr seid so geil, Mann. Wow. Yo, Fussel, was geht ab? This is only the beginning. A shooting star. Planetology is not simply the study of the cosmos and the celestial bodies that dwell in it. Rather, it is a quest to comprehend the cyclical nature of life. Behold, the planet we call home. It was from its soil, so teeming with life, that mankind was born. And like all living things, man is fated to die. So, what happens next? The body wir gehen zurück in den Lebensstrom natürlich. But what of the mind, the spirit, the soul? Much like its former vessel, it too returns whence it came. To the great river where all intertwine and circle the planet without end. A cycle of continuous convergence and divergence. The ceaseless ebb and flow that is the life stream. An apt name, though it is as much a reservoir as it is a stream, being the sum of the planet's spiritual energy. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. And if ever that essence were to be entirely depleted, these are but basic principles of planetology. So you're saying that Mako is spiritual energy, which we're using up? Just so. Siphoned from the planet and processed for industry, that energy can no longer fulfill its true purpose. It is fated to fuel man's machinery, then fade away. Okay. But does it actually fade away? I mean, what if it doesn't? What if it just returns to the life stream in a different form? Is that possible?
A novel theory, suggestive of a lack of understanding. However, that can be overcome with time and education. Clip, clip. You rang? Please escort this young lady to our seminar room, would you? Let's go. Right this way. Okay. Hey, can I come? Nein. Nur die Frau mit den großen Brüsten. Mehr kann ich nicht erlauben. So ein notgeiler Opa. Got a question. Planet runs out of energy. It and everything on it dies, right? Yes. There any way to avoid this? Like, making the spiritual energy stronger? Why are you asking me such things? Rage. I'm sorry. Ach, das ist so Muttenrosche, ja stimmt. I'm somewhat stuck in the past. We've entered an era in which humanity exerts unprecedented influence over its environs. And as both the planet and society evolve, so too must science. And yet it seems that I cannot. Perhaps I'm much too old of a dog to learn any new tricks. Ja, dann auf zum Seminar. Das ist dann jetzt wiederum was komplett Neues. Ich bin mal gespannt, was wir da erfahren. Thanks so much for taking such great care of Nanaki for us. Fellow Bugenhagen instructed me to let you take anything you think might prove useful on your journey. Check out the store. Okay, ich brauche euer komplettes Geld, alle Waffen, alle Materie. Das ist... Oh, nein. Da, das ist ein Bild von seiner Family. Er ist der ganz Kleine. Er ist der ganz Kleine. Das sind Mama und Papa. Medaillen. Geld? Ja, okay. Können wir gebrauchen, bestimmt. Irgendwann. Ein Kosmotit. Geht's da hoch? Eine Waffe. Ich würde ja annehmen, das ist eine Waffe für Red. Nee, es ist eine Waffe für Catchy.
Kristallmegafon. Okay. Gute Slots. Kupo-Beschwörungskunst. Der Mogri setzt zufällig eine Esper-Fertigkeit bei ausgerüsteter Beschwörer-Materia ein. Erneutes Auslösen verlängert sich nach jedem Einsatz. Was? Okay. Was habe ich bei ihm equipped? Schokobo und Mogri? Ja gut. Okay. Auf jeden Fall Glück, das brauchen sie. Reduziert Schaden. Ja. Zwei. Da. Gewitter, Luft, Behandeln, Zerstörung. Wie wär's mit Toxin? Oder noch ein Gestein? Es wird Nacht. Right this way. Ja, ich hab ja schon. Ist schon alles leer geräumt. Ah, hier ist Aufzug. Blessings of the planet upon you. Blessings of the planet. Okay. Dann hat sich das erledigt. If we've anything to fear, it is not our fellow man, nor any creature big or small, with whom we share our home. Ist runter. Ich muss runter. Blessings of the planet upon you. Blessings of the planet upon you. This village is lame. Did you know none of the materia here is even real? And don't get me started on the planetologists. Bunch of blowhards in love with the sound of their own voice. If people everywhere resolved to not take her bounty for granted. Within you all are the planet's thoughts. Wo gehst denn hier nochmal zum Seminar? What the fuck? War das nicht hier irgendwo? I invite you to do so. Leute, wo geht's zum Seminar? By all means, please come and join the seminar. Follow me if you would. Which would you say? Follow me if you would. They are both one and the same. Wouldn't you agree? I ask you this: who among you has looked at the word? The river. So many seminars. Where do I even start? A seminar is in progress. Please be Always been on the bigger side, but I've never been into physical stuff. Painting and poetry are more my thing. My old man, he used to say it was a waste, me spending
Ah, das Treffen der anonymen Alkoholiker. Sehr gut. Ja, bravo, bravo. Hallo, ich bin die Tifa und ich mache mir immer selbst Cocktails und trinke die. Please. Me? Okay. Where to begin? Ich habe eine ganze Bar voller Alkohol. I fell into the life stream. I don't have words to describe it, except beautiful, maybe? It was a lot to take in. Feelings of kindness washed over me. Long forgotten memories came flooding back. It was a warm, comforting place. But there was also conflict. A war between the planet and its enemies. And I can't... I mean, we can't let them win. We need the planet, and it needs us. We have to rise up, fight back, defend it from this terrible threat. Thing is, I don't know how to do any of that. And I hoped you might have the answer. Ich mag ihre Ohrringe, by the way. I'm not criticizing planetology or anything, and I'm not trying to scare anybody. Ich finde, das ist so die beste Form von Ohrringen. Nicht zu groß, nicht zu lang, aber halt schon so ein bisschen, wisst ihr, so. Never mind. This is all coming. So ein bisschen was zum Rumwackeln. Please, do not be discouraged. Should you ever wish to try again, we would be more than happy to listen. What matters is that you keep challenging your beliefs. Stop doing that, and the answers will forever elude you. On that note, I think we should adjourn for the evening. The River of Lights is almost upon us, so let us head to the torch. See you at the festival. Und das ist ja ein lustiges Emote. Von Louis. La 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 la. Lo 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 Krasser Ohrwurm, krasser Ohrwurm. Never forget the Cosmo Canyon Song. Huh? Oh, okay. Ah, ich erinnere mich, das war im Original, dass sie hier in dem Lagerfeuer gesessen haben. Aber ich glaube, das wurde nicht Seelengeleit genannt. Die saßen einfach nur da. War cool. Look at this. Wow, wie geil der Himmel auch aussieht. So ein bisschen sieht der Himmel auch aus, wenn man draußen ist. So weit weg von irgendwelchen Städten und Lichtern. Einfach so komplett übersät mit Sternen. Melanchthon, hi! Na, alles gut bei dir? Oh, wir haben auch wieder so ein bisschen Gelegenheit, uns mit unseren Leuten hier anzufreunden. Direkt mal bereit machen, die richtigen Sachen auszuwählen. Ich bin gespannt, wann wir zum ersten Mal jemanden auf Max Affinity kriegen.
Witzigerweise scheint Aerith die Hauptperson hier zu sein. Deswegen fange ich mal hier an. Saarländern geht es immer gut. Ist das so? Kannst du gar nicht. You did good. Can't help it if they suck at listening. I got what you were saying. I kind of wanted everyone. Ich verstehe dich tiefer. Ich verstehe. Hell with everyone. Great advice. Thanks. I had the pleasure of talking to a mentor. Said it was presumptuous of me to think I could save the planet. She decides her own fate, you see. As rain cleanses the skies, so too does she cleanse herself of filth. So what? We sit here and theorize while the planet rinses and repeats? Nein, wir kämpfen. No, we fight, or nothing will change. That's richtig. What I said. Yeah. I knew you'd see it my way, Murphy. Bros, Alter. Thanks. Big bros. And who were we? Wow, so many tourists. Must be quite a festival. Look at them, gathered around the fire. Just like us that day. Me and Mom and Dad. Ich komme auf seine Stimme. Wie kann der die Stimme so anders haben? Das ist never mind. Just forget I said anything. All Lindenir. Whenever I think about my mom, my chest swells with so much pride, I feel like it'll burst. But when it comes to my dad, I just... Sorry, I can't. Still not ready. Er klingt mit seiner hohen Stimme, er klingt so anders. Das ist crazy. Es klingt wirklich, als wäre es eine andere Person. When you die, you return to the planet? That has literally got to be the dumbest thing. Woher kennst du die Stimme? Ich glaube, das ist die englische Stimme von Kakashi, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Why do you think that? I just do. I believe in anything else until I see some actual proof. Schau mal nach. Ja. So, I'm an ancient, as in a steward of the planet, one of those ancients. Or, to be more precise, the only ancient. For the most part, it's been a source of pain. I've been held against my will. I've been watched. Er ist Ryuji von Persona 5. Vielleicht kennst du ihn davon. Hated. And it's been that way ever since I was little. My blood's been nothing but a curse. If I ever started to forget, something would remind me of what I was and bring me crashing back down to Earth. It was always the same. Time after time. I'd be shown a glimmer of hope, only to have it snatched away. I was never gonna be normal. That much was clear. So my blood's been a curse, but it's also been a blessing.
It's brought some wonderful people into my life. Friends that I love. And for once... Saitama's auch. I think I'm okay. Happy even. And all that pain feels worth it. Even if I can't lead a normal life, there is one thing I can do. Aww. Return their kindness. Schaut, Leute, was für eine Wolfin. And try to make the most of what I've been given. There! It is time! Whoa! Pretty sappy, huh? Every word, though. Schön. So, this is where you've been, Nanaki. What's up? There's something of great import I need to show you. And by that, I mean all of you. Join me, would you? Das Coole ist übrigens, wir müssen da nochmal kurz drüber reden, was den Stimmwechsel anbelangt. Wir hatten das in der westlichen Übersetzung, hatten wir das eigentlich gar nicht so richtig. So ein bisschen haben sie es angedeutet, aber vor allem in der japanischen Version, also quasi in der Original, in den Originaldialogen hat Red 13, also Nanaki hat quasi ab dieser Stelle, wo wir quasi lernen, dass er eigentlich eher jung ist. Junge, wie die alle hier, Junge! Schnauze jetzt hier. People are surrounded by cats, dogs, birds and trees. They know. Ab der Stelle redet er halt immer so ein bisschen jünger von sich. Das kannst du im Japanischen halt natürlich ein bisschen besser darstellen. Deswegen ist das so cool, dass er hier halt das mit der Stimme macht. Forgive me for sharing my idle thoughts. Keeping them to myself is quite a challenge in my old age. I pray that the planet watches over and keeps all of you from harm. Shall we proceed? But I thought this door was... sealed so that none may enter? Why, yes, and by my own hand, no less. However, you've a trial to undertake.
I do? If you wish to prove yourself and become a Watcher of the Veil, that is, I presume you are prepared. Yeah. I will also require your assistance in carrying out the Viel Erfolg beim Entsaften und willkommen zurück. Danger awaits within, and I wish to ensure his safety. When you're ready, simply say the word. Let's go. Then off we go. Now we follow the cave where it leads, deep as it will take us. Bin ich auch mal gespannt, wie das hier gelöst wurde. Hier gab es im Original nämlich so Spinnennetze, durch die man durch musste. Das könnte eventuell ein bisschen ekelhaft werden. Für alle, die Probleme mit Spinnen haben. Alles klar. Was ist denn mein Team gerade? Red und Yuffie. So, Red muss ja wahrscheinlich drin sein. Gehe ich mal stark davon aus. Jetzt den Bengel noch mit, damit er seine Ability lernt. Has Nanaki told you anything about his parents yet? Nope. They were watchers. Both of them. But they couldn't have been any more different. When our village came under attack, my mother fought with courage, with honor. She faced the enemy and laid down her life to save us. My father, though, he turned tail and ran. He was a coward. So then, you still haven't forgiven him? Why would I? I see. Sowas aber auch, dass sein Vater einfach weggelaufen ist. Schlimm, oder? From this point onward, only two may proceed. He who shall undertake the trial and his observer. Who's gonna observe? I'll do it. That would render the trial meaningless. Was, but if not him. Ah, huh? You'll do nicely. Me? But was? Him? Really? Huh? At least pretend not to hate me. Whenever you're ready. Okay. Ready. Bin so kaputt, Mann. Ich muss im Lotto gewinnen. Bitte, was? Was? Klär mich auf. Was geht ab? Okay, also... Ah, Red und Barrett. Okay, das ist natürlich... leicht strange. Dann würde ich jetzt einfach mal hingehen und die Feindtechnik mit Analyse austauschen. Damit wir wenigstens analysieren können. Zeit ist gut, heilen ist gut. Jo, okay. Es ist halt strange, weil beides sind Tanks. Doppel-Tank-Setup, was ist das denn hier? Ich glaube, es wäre clever, wenn ich... Barrett auch noch ein Heilen gebe. Mal gucken, ne? Das Gute ist, dass Red ziemlich OP ist. Vor allem mit dem einen Item da, was ich ihm gegeben habe, das Accessory. Damit ich nicht mehr arbeiten muss. Hm. Ja.
Aber denk doch mal an das ganze Geld, das du damit machst. Und wie einfach dein Leben dadurch ist. Ist das nicht auch was? Oh, hier gibt es noch einen Bike-Reif. Untergesetzt. Gönnen wir uns. Was hat denn Barrett eigentlich an? Er hat noch einen Banditenreif zum Beispiel. Perfekt, okay. Gutes Timing. Upgrade für dich. Ich muss jetzt schnell mal gucken, ob die zwei überhaupt Synchro-Zeug haben. Okay, das ist ja Yuffie rechts. Ja gut, ab durch die Mitte haben sie natürlich. Ah ja, das Sprunggeheuer. Natürlich, Sprunggeheuer haben die. Sprunggeheuer und Phantombiss. MP-Regeneration. AP. MP-Maximum. Das ist so lame. Also, da ich sonst nichts Besseres habe, nehme ich wahrscheinlich einfach die HP. Sad. Cloud, tiefer. Und er hat Visionssynthese mit Red. Hier, wilder Ansturm wäre vielleicht noch was. Wobei, das ist nur eine Synchroaktion. Zehn kostet es. Das hier ist ein Fünfer. Jo. Dann machen wir das hier noch rein. So, da haben wir die ganzen Synchro-Dinge. Okay, ich glaube, wir sind bereit. Ausgerechnet Barrett und... Ich frag mich, ob das hier gefixt ist. Also, dass man immer Barrett dabei hat. Oder ob das abhängig davon ist. Wobei, nee. Wieso sollte Barrett so die beste Affinity mit Red haben? Gibt's sowas überhaupt, die Affinity zwischen einzelnen Partymitgliedern? Ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich ist es fix. Du Basti, guten Tag. Burning holes in you right now. Willkommen. Vielleicht, weil sie am wenigsten Freundschaft haben. Ich glaube, es gibt keine Freundschaft zwischen den Einzelnen. Ich glaube, das ist nur für Cloud da. Ich denke, das ist fixed. Okay, Zeit für... Ich glaube, die haben das wirklich so gemacht, dass er ab jetzt immer so hell redet. Das ist ja lustig. Sogar die Fight-Sounds. Er hat ja gerade schon geredet im Kampf. Sogar das ist jetzt mit der hohen Stimme. Lustig. Lustig, Mann. Das ist ja auch geil, dass die dem wirklich zwei komplette Soundsets gemacht haben. Einmal mit der tieferen Stimme und einmal mit der höheren Stimme. Seht ihr, das meint diese Liebe zum Detail, das ist crazy. Oh. Klettern. This place has given me the creeps. Your discomfort is only natural. A fierce battle was waged here. And even after 45 years, the scars remain fresh. What? You're saying the Gi managed to make it all the way up here? Oh,
Okay, somebody fill me in. Who are the Gi? A tribe known to very few people outside of the Vale. The rest you will learn in due time. Of that you can be certain. For now, let us proceed. Spider-Red. A Spider-Dog. Ich sehe schon die Netze. Stinger! Ah Leute, ich habe übrigens den Schwierigkeitsgrad habe ich jetzt doch auf dynamisch gestellt, weil ich finde mittlerweile fühle ich mich halt schon ein bisschen overleveled auf normal, deswegen spielen wir jetzt erstmal auf dynamisch. Am Anfang fand ich das ganz cool mit dem Schwierigkeitsgrad, dass man halt wirklich das Gefühl hatte, ja, man hat viel trainiert, man ist jetzt stärker als die Gegner, aber mittlerweile haben wir so viele Kämpfe, die quasi innerhalb von 3 Sekunden enden, dass ich dann dachte, ja, okay, vielleicht sollten wir doch nochmal umstellen. I only got 2 legs here, you know. Das Schöne an dem dynamischen Schwierigkeitsgrad ist, dass die Gegner nicht einfach nur mehr HP haben oder so irgendwas, sondern die werden halt einfach auf unser Level skaliert. Also sprich, die werden nicht einfach nur so Damage Sponges, sondern die Stats werden halt insgesamt angehoben und bisher fühlt sich das eigentlich ganz gut an, ganz fair. Hier oben lang? Oder will ich da unten? Es ist witzig, dass sie hier so eine Klettermechanik eingebaut haben. Ich könnte da halt jetzt komplett vorbeisneaken, einfach indem ich an der Wand rumlaufe. Aber da unten gibt es bestimmt noch irgendwas, irgendeine Truhe oder so. Ah, da oben! Haha. Halt, das Seil und beiß es durch. Oh ja, oh ja.
krasseste Dog in the Hood. Der krasseste Dog in the Hood. Das ist unser Nanaki. Damn, so krasser Boy. Komm, ich will mehr Leute gucken. Schloppen. Ready? Right. With me? You can count on me. Bam 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 bam. Ist da oben noch was? Ist da vielleicht noch eine Only got Truhe? Two legs here, you know. Leider nein, nur Oregano. Das macht mich nicht froh. Weiter geht's in der Höhle. Aber da sind noch Feinde. Ich sehe auf jeden Fall sehr viele Feuerschwächen hier unten. Kriegen wir eigentlich keinen Schaden? Ach so, weil er sich jetzt... Ach stimmt, ich habe ihm ja die Waffenfertigkeit reingemacht, dass er sich heilt mit jedem Kill. Und er ist der Einzige, der gerade quasi Damage... Ja, okay. Okay, einfach unverwundbarer Nanaki. Finde ich gut. Aber genau, also viele hier scheinen eine Feuerschwäche zu haben. Da gucken wir doch mal schnell, ob wir da nicht irgendwo ein bisschen Feuerchen reinmachen können. Ja, ich gebe ihm einfach mal hier meine Glut und Frost, solange wir hier sind. Und vielleicht gebe ich ihm statt Barriere auch nochmal Glut. Just for safety. Können wir hier so ein bisschen rumnuken. Mokri-Medaille aus einer Kiste, auch wie geil. Hey, where'd you run off to? Shut the fuck up, Barret. Da ist Kiste. Damn, if that doesn't look convenient. Das würde ich auch gerne können, ja. Same. Himmlischer Reif. Das ist gut. Holy. Damn. Okay, der ist richtig krass. Oh mein, so viele Slots. What the fuck? 500 Milliliter geschafft. Fehlen noch 500 Milliliter. Ist oft, dass du nicht aus Versehen 5 Liter abgibst. Das wäre schlecht. Weil mir so oft die Schnelle nichts Besseres einfällt, gebe ich ihm jetzt einfach die Elementaraffinität. Mit Glut können wir uns nachher noch was anderes überlegen, was wir ihm da reinmachen. Denn überhaupt noch, was es irgendwie Sinn ergibt hier. Ich hätte noch ein Gestein anzubieten, aber
Finde ich nicht so geil. Ach, ich habe hier noch eine Elementaraffinität. Oh, vielleicht machen wir das. Yeah. Vielleicht machen wir sowas. Das klingt eigentlich sehr geil. Jo. Trockenfrucht-Defi. Frag mich, wie man dann aussieht, wenn man 5 Liter Blut verloren hat. Wie so eine, keine Ahnung, so eine getrocknete Tomate oder sowas. Ich glaube, das gefällt. Das gefällt. Jetzt macht er auch Feuerschaden. Bei ihm habe ich die Magieverstärkung hier drin. Ich könnte ihm eigentlich für die Session hier, könnte ich ihm auch Elementaraffinität reinmachen. Jetzt machen beide gut Damage. Vielleicht eh ganz nice, weil sie ja eher Tanks sind. Jetzt haben sie so einen kleinen Ausgleich, mit dem sie halt mehr Schaden machen. Stimmt, ja, ja. Ich erinnere mich sogar, ja. Genauso. Direkt mal ausprobieren. Wow. Ja. Ja, ich würde sagen. Also, ich bemerke direkt einen Unterschied. Das ist geil. Okay. Ist hier oben noch irgendwas? Sieht auf jeden Fall so aus, als müssten wir runter. Überlegt, ob man da oben irgendwie hinkommt, aber ich glaube nicht. Warum erkennst du die Stimme von Red, die junge Version? Wir haben schon festgestellt, das ist Ryuji aus Persona 5 und Saitama. Gleicher Sprecher. Max Mittelmann oder so heißt er. Der hat bestimmt noch ganz andere Sachen gemacht, also vielleicht kennst du ihn auch aus noch was ganz anderem. Hallo. Bam. Triple kiss. Okay, let's shake a leg. La 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 la. Ich fühle mich fast, als würde ich wieder Tomb Raider spielen. Was ist das denn für eine komische Statue? Is a key.
huge. Under normal circumstances, I would stress that you mustn't judge a book by its cover. For the Gi, however, they are as fearsome as their appearance implies. These are the things that killed my mom? Nanaki, this shall be your first trial. You are to explore this place. Understand the nature of its history. Okay, will do. Seek the relic of our past. Carry it forth and bring the truth to light. Only then shall the path reveal itself unto you. L2 über einem herumliegenden Gegenstand, um diesen aufzunehmen und in einen anderen Ort zu tragen. Okay. Suche nach Gegenständen, bei denen es sich um Relikte der Gi handeln könnte und bringe sie zu Bugenhagen. Falls es zu einem Kampf kommt, lässt Red den Gegenstand zwar fallen, kann ihn jedoch im Anschluss erneut aufheben. Okay, cool. This looks very Gi. Look. Well, if it isn't a Gi arrow, its point is coated with a poison that rapidly circulates through the body, slowing the wounded until they are completely turned to stone. Look, look, look. What is this? Nay, that is not the relic we seek. Oh. Sorry. Sorry, I haven't slept well lately. Er wäre fast weggenickt. Opa, Opa, was ist das hier? Nay, that is not the relic we seek. Das ist einfach nur ein Knochen. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Es wäre ja clever, wenn ich die einfach alle so runterschmeiße erstmal. Oh. A remnant of our struggles, of our desires. Wenn der wüsste, wie ich mit seinen Relikten umgehe. Ah, aus Borderlands 3 hast du ihn erkannt, okay. Was ist das hier? Ein Ball? What's this? What's this? Most would call that materia. But it is far more than a magic stone. It is a crystallized collection of the planet's memories and knowledge. Heilen 3 direkt. Holy shit, okay. Warte, ich hab die extra runtergeschmissen und die haben die zurückgelegt. Willst du mich verarschen? Ihr Säcke, ey. Also ich dachte, ich wäre smart und lass erstmal alles runterfallen. Nee. Was ist das hier, Opa? This is I'm not sure. But I'm pleased to see that you're enjoying yourself. Ich
Dann nehme ich mal stark an, das hier ist das, was sie haben wollen. Dann nehme ich aber zuerst das hier mit. Opa, Opa. Ah, yes. An armament of the Vale. The carvings on its hilt should look familiar. Indeed, you'll find the very same markings on your own body. Oh, das... Oh, shit, das ist sogar eine Waffe für ihn. Let's go. Okay. Magiehalsband. Ah, ja, okay. Ein Slot mehr? Nicht so ultra geile Stats, aber vielleicht kann ich den noch anheben. Leert die Rächerleiste und füllt die ATB-Leisten aller Gruppenmitglieder entsprechend auf. Oh. Er braucht aber zwei ATB-Einheiten. Okay. Bei voll aufgeladener Rächerleiste anwenden. Okay. Can do, can do. Guckt mal, wie viele Materia der jetzt hat. Das ist ja Wahnsinn. Schmackhafter Subvita. Verlängert Dauer. Magische Attacke plus 20. ATB-Verbrauch weniger. Ja, das, genau, das ist richtig geil eigentlich, weil man kann dann zum Beispiel, wenn der Gegner dann geschockt wird, also man hebt sich quasi die Rächerleiste auf, wartet, bis der Gegner geschockt wird, macht dann die Ability, gibt quasi den anderen Gruppenmitgliedern auch gleichzeitig dann so richtig viel ATB und da kann jeder direkt richtig viel Damage machen. Das ist echt nice eigentlich. So ein bisschen Strategie. Ich würde sagen, höherer Schaden für die Waffenfertigkeiten, Magic Attack, weil das hilft ja auch beim Heilen und so. Und als drittes, die hier oben brauche ich eigentlich nicht. Vor allem, weil wir die Rächerhaltung eh dazu benutzen, Abilities zu usen und nicht... Wir spielen die eigentlich gar nicht wirklich aus. Entweder weniger ATB-Verbrauch oder Schaden von normalen Angriffen um 5% erhöhen. Ich probiere es mal mit reduziertem ATB-Verbrauch. Das hat höheres Potenzial. Ja, jetzt. Er hat so viele Slots, willst du dich verarschen? Ich kann ihm noch... gib ihm noch hier ATB-Schock. Ich glaube, ich muss bei Gelegenheit mal wirklich so ein paar gute Sachen noch dazu kaufen. Weil langsam haben wir wirklich bei allen Leuten so viele Slots, dass wir da richtig, richtig gute Setups machen können. Bisher habe ich ja fast keine Materia gekauft. Das ist ja alles im Prinzip, was wir so gefunden haben. Ich glaube, Geld habe ich dafür genug. Get rid of that thing. Huh? Oh. Who wakes us from our slumber? Gotcha. Hey. Feuer ist gut. Einst fielen die Gi hasserfüllt in Cosmo Canyon ein. Nun ist einer von ihnen dazu verdammt, als Geist in den Tiefen der Höhle umherzuirren, wo ihm nur seine Trauer und sein Zorn Gesellschaft leisten. Er kann durch Magieangriffe, die seine... Okay, also Feuer. Sowie durch Heilmagie. Jawohl, Leute. Ah, cool. Sie haben es übernommen.
ganz klassisch in Final Fantasy ist, dass untote Gegner schwach gegenüber Heilmagie sind. Also sprich, Heilmagie auf die Gegner macht denen Schaden. Und es war auch oft so, dass man zum Beispiel eine Phönixfeder auf einen Untoten draufwerfen kann und der ist dann instant gestorben. Ja. Death, their lingering enmity manifests as such. They who wander in search of retribution. That's kind of pathetic. Do not be so quick to denigrate your enemies, nor make light of their plight. Consider this statue. It has been placed in this chamber for a reason. Handle it with the utmost care. I will. Deliver unto us the remnants of our past. The remnants of our past. The remnants of our past. Oh, the remnants of our past. Remnants of our past. Remnants of our past. Wow. Laufe ich gerade rückwärts? Ich glaube nicht, oder doch vielleicht, ich weiß nicht. Remnants from the ashes. Here goes. You're mine. Got you. Now, please. War das eigentlich gut? Remnant? Da gab es ja mittlerweile schon zwei Spiele. Ich habe es nie gezockt. Ich weiß, das war so eine Art Dark Souls mit als Shooter. Oh wow, what the fuck? Okay. Fandest die Story recht gut. Oh, okay. Ja, ich habe gehört, dass der zweite. Oh. Ach. Okay, was ich gerade sagen wollte, ich habe gehört, dass der zweite sehr, sehr gut war, gerade im Vergleich mit dem ersten noch. Ich wusste gar nicht, dass man die Sachen, die auf der Favoritenliste stehen, dass man dann angezeigt bekommt, wenn man die Materialien dafür hat. Das ist ja fucking nice. Das ist richtig cool. Das macht das Ganze hier noch besser. Richtig geil. Ja, wir könnten auch mal, warte mal. Wir müssen das jetzt mal austesten, Leute, ob man die echt one-shotten kann, eventuell mit Engel. Ich mach dann hier einfach mal Wiederbeleben bei ihm rein. Das wäre natürlich cool. Ich könnte auch eine Phönixfeder draufwerfen, aber das ist nur halb so cool. Aber ich weiß gar nicht, ob man überhaupt so Items auf die Gegner... So Heil-Items. Nie probiert, glaube ich. Was ist das denn? Das ist Ultra-Puzzle hier. Are these altars? Interesting, because my first thought was, are we gonna make it out of this place alive? Its decor is indeed the opposite of inviting. These look like the statue I picked up.
If there is a reason for everything, then one could argue that everything has no reason. Regardless, you know what you must do, don't you? Deliver unto us the remnants of our past. Restore them to their rightful place. Creepy. Stelle die Statuen auf den Altar. Also meine ist ja eine gelbe anscheinend. Yeah. Sieht doch gut aus, oder? Our Rancor begins to fade. Nice, okay. Marlene, Daddy loves you. That it? In dem Licht sieht Barrett gerade voll alt aus. Sah aus, als hätte er graue Haare. Aber warte, das war nicht mal meins. Nee, meins war das hier. Meins war das rote. Okay. Die Story ist auch randomized bei dem Spiel? Ja, wie geht das denn? Randomized Story. Ah ja, uns fehlt nur die blaue Statue. Wow. Blau. Blö. Kosmotit. Eine Kosmotitte. Da unten ist eine Materia, what the fuck? Okay, das sieht doch... Eine Truhe ist auch da? Okay, das sieht doch schon mal gut aus, ne? Da zieht es mich hin. Damn, if that doesn't look convenient. Stimmt, der kann ja gar nicht mit. Oh shit. I'm all alone. Alone in the dark. Was bist du denn? Gestärkte Abwehr. Direkt auf dem maximalen Level sogar. Ist ja nice. Soll ich hier planschen gehen? Bringt das was? Nee. Ich find's krass, dass ausgerechnet Red, dass der Delfin schwimmt. So gut wie jeder andere, außer Barrett, ist irgendwie so Brustschwimmer. Hier, Red 13, Nanaki. Er schwimmt einfach den Delfin. Der hat so viel Free geguckt, der weiß, wie das geht. Wie ein Bonbon im Papier. Anfang ist es linear, Mitte ist randomized, Stories in verschiedenen Welten und das Ende ist wieder linear. Ah ja, okay, verstehe. Hm? Kannst mir gut vorstellen. Vorne steht auf jeden Fall die blaue Statue, aber irgendwie sieht das hier doch nicht so richtig safe aus, oder? Hm. Na, wenn das mal gut geht. Es ist nichts passiert, wow. Yes. Come closer.
that we may have our vengeance. Coming at ya! There! Coming at ya! Going in! Ansporn des Hüters. Ich hab zwar keine Leute dabei, aber ich kann's ja trotzdem benutzen, oder? Zählt's? Es zählt nicht, weil keiner dabei ist. Ah, schade. Did I do good or did I do good? Da bin ich wieder. Die Höhle hier haben sie auch echt cool gemacht jetzt in Rebirth. Die war im Original viel langweiliger. Alles klar, bis gleich. The Vale is intertwined with the Gi, for they first came to these lands many millennia ago. This sanctuary is proof of their persistence, for it was built to ensure that they never escaped. But if they were sealed away thousands of years ago, how'd they break out and attack the Vale? That I cannot answer. Only the Gi themselves could. But enough about them. You are here to learn about yourself, Malaki. This cave serves as a boundary between our world and that of the Gi. It was vital to them and their plans. Were the Gi to seize control of it, the canyon would be doomed. And the people. When the Gi moved against us yet again, a certain watcher recalled this vulnerability. Huh? Since time was of the essence, he entered the cave without reinforcements. As he had feared, it was teeming with Gi, ready to descend upon the village. Determined to protect the Vale, he pounced from one foe to the next, felling all who dared oppose him. Hold on. If there was a watcher who single-handedly saved the canyon, how come I've never heard of them? For now, you should focus on your own struggles with the Gi. Their malice grows. Frage mich, wer dieser Hüter war. Dass er da nicht schon selbst drauf gekommen ist? Kommandantin Armschutz. Ist halt leider schon für alle schlechter, aber er macht es trotzdem für die Erfahrung. Du tippst auf Reds Vater? Nein! Ja, natürlich. Deswegen so merkwürdig, dass er nicht selbst drauf kommt, aber. Das ist halt so. I don't know. Er denkt halt, sein Vater wäre der ultra krasse Feigling. Er kennt die Wahrheit nicht. Ich krieg plötzlich alle Materialien für die Sachen, die ich die ganze Zeit craften wollte. Super. Ja, ohne Witz, ey, Big Fan von diesem, von dieser Favoritenliste. Das ist ja mega nice, dass die dich direkt informieren, wenn du alles zusammen hast. Definitely good. Ambiance? Do not allow fear to take hold of your heart. You are your own master, Nanaki. You and no one else. Never forget that. Ich will Red's Nase anfassen. Go to the crevasse and the gates beyond. Pass through all to complete your struggle. Die sieht so schön so nach Hundefeuchtnase sieht die aus.
In Monster Hunter ist das auch so? Ah ja, okay. Die Musik, Alter. Klingt fast so ein bisschen was aus God of War. Da unten ist eine Waffe schon wieder. Oh wow. Alter! Der Track ist mega nice. Ich finde den richtig geil. You asked for it. Doppelgesicht. Ah, die sind jetzt schwach gegen Eis. Ach nee, Quatsch, ich hab die Ability vorhin falsch angewendet. Ich brauche ja eine volle Rächerleiste. Ja, gib mir mehr Rächerleiste. Letzte Chance. Hallo, greif mich mal an. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich einfach, wenn ich die Ability normal einfach mache, ohne auf die Rächerleiste zu warten. Vielleicht schaffe ich das bei einem Boss oder so. Also wirklich so irgendein Vieh, was ein bisschen länger auch auf mich einschlägt. Hat was Griech? Ja, es ist, ist Latein, oder? Es klingt zumindest nach Latein. Oh, die vielleicht? Attack me. Attack me. Attack me. Attack me. Attack me. Okay, die sind ein bisschen aktiver. Die anderen haben zu viel gezaubert dafür wahrscheinlich. Ja, okay. Komm, mehr. Mehr. Hasst mich. Komm, hasst mich. Ihr müsst mich hassen. Ah, fast. Okay, okay, sie ist voll. Sie ist voll, okay. Let's go. Jawohl, und gemeistert. Dann können wir jetzt Gas geben. And don't come back. And don't come back. La 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 la. Da 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 da. Kamen wir von da? Ich glaube, wir kamen von da. Wir kamen von da. La 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 la. Mama 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 mama. Mm-mm.
Okay, also der Weg führt uns auf jeden Fall nach unten. Die habe ich ja alle. Barrett, Stufe 40. So, und für wen ist das eine Waffe? Für Barrett? Tatsache, Panzerfaust. Oh, shit. Okay. Jetzt übertreiben wir langsam hier. Jo. Okay. Bebendes Ende. Bebende Erde. Barrett schlägt mit der Faust auf den Boden und schleudert so Gegner im Wirkungsbereich in die Luft. Mindestens 2 Gegner treffen. Nice. Crit. 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 Let's go. Ja, ich brauche mehr von diesen ATB-Schock. Ja. ATB-Schock und, was auch immer geil ist, ist Erstschlag. Die zwei Sachen sind immer mega nice, wenn man die hat. Da kann man eigentlich auch nie was falsch machen. Hat Barrett einfach so eine Panzerfaust im Arm. Jesus. So how are we supposed to open this thing? How indeed? Ideas, Nanaki? Resourceful you've become. I feel his presence. You feel it? Yes. Come closer, that we may have our vengeance. Going in! Dann probieren wir doch mal aus, ob wir sie killen können mit Engeln. Machen wir hier einfach auf den Bogen, schützen Engel. Okay, es macht ihn. Okay. Es macht ihn direkt schockanfällig. Ja, okay. Ist fair. Und Vita macht wahrscheinlich ganz normal Damage. Oh. Here goes. Gotcha. The Watcher's work is never done. Okay, also sie haben das anscheinend sehr genervt hier mit Engel. Weil sowohl Engel als auch Vita machen schockanfällig. Aber Engel macht keinen Damage. Eigentlich gefällt mir das so sogar. Du hast schon diesen klaren Vorteil, wenn du halt weißt, dass die verwundbar sind gegen Heilungszeug.
Aber es ist nicht mehr so, dass du halt wirklich komplette Fights cheesen kannst, indem du einfach eine Phönixfeder drauf wirfst. I got this one, guys. There. Please, eat this. Suck on this. Look out. How's this? Here goes. I just gotta stay the course. Aha. A wretched betrayer walks among us. Be gone from this place. Erstmal den Hexer ausschalten, würde ich sagen. Schmeiß doch einfach mal ein Feuer drauf. Mal nach oben. So einen kleinen Überblick verschaffen.
Cha-la-la-la-la-la-la. Here we go. Going in. You're mine. It's over. It's over. I'm right here. Here goes. Don't let him miss. Gotcha. Not cool. All right. Now, you're mine. Eat this. There. Here goes. No going easy. Gotcha. Going in. Look out. Oh shit. Ich wurde gestoppt. Ich wollte eigentlich auf den anderen. Ups. Just gotta stay the course. Gestärkte Attacke. Eigentlich müsste ich die diese Buff-Dinger mal ein bisschen mehr ausprobieren. Wie viel die wirklich bringen. Also ich habe es zwar schon mal gemacht, aber wirkt jetzt nicht so extrem. So, wo wollen wir denn hin? Wir können auf jeden Fall schon mal darüber. Hier ist auch irgendwas zum Ziehen für eine Brücke. So ein bisschen snacken. Oh, was gibt's? Was holst du dir? This reminds me of those altars. A similarity, yes, but this sanctum is much more ancient. Zwei Corny-Riegel? Jo, nice. Ich mag Corny. The altars we came upon before were built to imprison the key. This, however, was built to provide the Cetra with a means to commune with them. Vor allem die Großen natürlich. Commune with them? Why would the Cetra do that? The key were the enemy. Welcher Geschmack? Good and evil friend and foe. Ich mag Bananenschoko. Dichotomy is not set in stone, as mutable as. Aber eigentlich sind die alle gut. But for now, Nanaki, let us concentrate on the matter at hand. Clearing a path to the truth. Okay, das bleibt auch so. Aber ich gehe mal davon aus, wir müssen das da unten auch noch machen. Warum wäre das sonst da? Oder ist das... Ist das hier wirklich einfach nur ein Shortcut, um hier rüber zu kommen? Bananenschokonuss. Das klingt doch gut. Das klingt doch gut. Oh, Feinde sind wieder da. Sorry, here goes. It's over. Fear me. There.
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass mein Red 13 super overpowered ist irgendwie. Ich nehme gefühlt null Damage. Und selbst wenn ich mal Damage nehme, so ein bisschen, heile ich das direkt wieder hoch. Das ist echt krass. Okay, es ist wirklich nur ein Shortcut. Hey, where'd you run off to? Ja, du kannst ja die andere. Geh einfach den anderen Weg. Warte, ich muss nur mal den Schwierigkeitsgrad checken. Nicht, dass ich die ganze Zeit aus Versehen irgendwie... Nee, ich hab's auf dynamisch. Es fühlt sich halt, ich weiß nicht, es fühlt sich so fucking easy an gerade. Ich fühle mich unsterblich mit ihm. Das ist ja eine unserer leichtesten Übungen hier. Ah, Kaki, ich kann gar nicht. Ich kann diese ATB-Schock-Dinger kann ich gar nicht kaufen. Stimmt. In dem Fall? Warte, wie viele Leute sind wir? Sind wir 6 oder 7 Leute? Warte, Cloud, Tifa, Aerith, Barret, Red, Kate Sith, Yuffie. Okay. Wenn ich keine ATB-Shocks haben kann oder Erstschlag, dann kaufe ich mir wenigstens TP-Boosts. Dann fange ich jetzt nämlich an, was ich in den anderen Spielen vorher immer gemacht habe am Ende. Dass ich jeden noch einen zweiten TP-Boost reinhaue. Also sie hat schon zwei. Oh, er hat hier gar nicht mehr jetzt kombiniert mit dem... Oh, Barret. Warum hat deine Waffe...
Seine ja auch nicht. Oh fuck, jetzt sehe ich das erst. Okay, die neuen Waffen haben keinen Verbindungsslot oben. Das ist natürlich ein bisschen mies. Was ist dann der Nachteil? Jetzt komme ich hier wieder komplett durcheinander. Genau, sie hatte noch ATB-Shock. Das habe ich bei ihm drauf. Ja, dann kriegt er später noch einen zweiten TP-Boost. Genau, dann packe ich den bei ihr schon mal rein. Den können wir nachher einfach tauschen. So, jetzt haben wir noch das Problem hier. Lalalalalala. Gebe ich ihm hier auch noch einen zweiten TP-Boost rein. Und die Magieverstärkung. Die zweite. Die nehme ich dann nochmal raus. So. Das müsste doch jetzt eigentlich passen. So, und für jetzt will ich hier nochmal Glut haben. Stattgestärkte Attacke und Glut. Genau, hat sie da drin. So, jetzt müsste es wieder stimmen, genau. Da kann ich nachher einfach zurücktauschen. Okay. Oh, kompliziert hier. Ich müsste mich eigentlich nicht mal auf die Bank setzen, aber ich will mal sehen, wie das bei ihm aussieht. Cute. Der legt sich einfach längs auf die Bank, dass kein anderer mehr drauf kann. Der Hass ist zu stark, oh no. Do not underestimate this foe. Talk okay. About an axe to grind. Why the hell's this thing pissed at us? Oh.
need my help, do you? I need you! Still? Don't sit, give him hell! Okay, jetzt kriegen wir auch wieder Damage. Okay. Ich merke schon, der Boss ist so alles auf, ja, Musik ist richtig geil. Bei dem Boss geht vieles auf Energieabsaugen. Oh mein Gott, was ist das denn alles? Das bedauernswerte Oberhaupt der Gi. Seinem Volk blieb nach der Ausrottung die Rückkehr in den Lebensstrom verwehrt. Seither wandeln seine Anhänger als Geister in einer Höhle umher, in der sie versiegelt wurden und geben sich Miasma verströmend ihrem flammenden Hass hin. Wird nach Zufügen einer bestimmten Schadensmenge schockanfällig. Okay, so einfach Damage machen. Wenn ein von Gi Natak entfachtes Seelenfeuer Besitz von einer Statue ergreift, tritt ein Fluch in Kraft. Oh Gott, halbiert TP, halbiert MP, verlangsamt ATB-Aufladung, verkleinert das Schlachtfeld. Der Fluch kann nur aufgehoben werden, indem Gi Natak in einen Schockzustand versetzt wird. Sein Todesurteil führt nach einer gewissen Zeit zum sofortigen Tod. Oh fuck. Auch hier ist doch bestimmt... Ich frag mich, ob ich... Okay, also Regener kann ich nicht auf ihn casten, aber ich könnte Vitra auf ihn casten. Lass mal machen hier. Lass mal Hast. Can you take the lead? Right. Never felt better. Just watch. Come on. Sorry, bleed. Eat this. There. Gotcha. Turn. Coming at ya. Okay, man kann auch... Okay. Man kann auch Tränke auf ihn schmeißen. Let's go. For you. For you. Gotcha. 70 Megatränke, der arme Kerl. Here goes. Synchro. Sprunggeheuer. Ich darf auch nicht das Heilen vergessen. Ob ich die auch analysieren muss? Ja. Nicht vergessen, auch die kleinen neuen Sachen wollen Analyse. Ah, die Dinger sind das, die den Fluch machen. Okay, wir müssen die ganz schnell töten. Am besten hier mit sowas. Alexander? Ich frag mich, ob Holy Damage...
frag mich, ob Holy Damage richtig gut ist gegen die. So, sonst noch was? Luke der Gie. Sub-Spirit. Weg davon. Okay, er hat die Arena gekleinert. Das finde ich jetzt eigentlich gar nicht... warte, es sind zwei Sachen. Shit. Warte, grün, grün und... okay, also verlangsamt ATB-Aufladung und verkleinertes Schlachtfeld. Ja, ich will mal Holy probieren, ob das hier vielleicht wirklich besser ist. Oh, fuck. Oh, durch den Fluch kann ich nicht... durch den Fluch kann ich keine zweite ADB kriegen. Ah, das ist ja scheiße. Das ist mies. Ja, dann frisst man hier nochmal einen Megaton. Okay, schockanfällig. Ich überlege, ob ich Limit mache. Großes Schockpotenzial. Okay, perfekt. Katastrophe! Nice. Bam, Schock. Okay, jetzt ist der Fluch weg. Jetzt ist der Fluch weg. Jetzt kann ich Alexander beschwören. Let's go. Alexander. Todesurteil, okay. Jetzt geht's auf Zeit. Das mit dem Countdown ist ja geil gemacht. Ich warte auf den Giga-Laser. Den mache ich. Ich mache den jetzt richtig platt, Mann. Let's go. Go, Alexander. Ja, ich glaube, das mochte er nicht. Die Stille. Well done. You've become quite the formidable fighter. Sure have. So, does this mean I passed the test? I'm afraid that decision is not mine alone to make. Let us consult with one more qualified. Die Szene, die jetzt kommt, finde ich auch super schön. Bin wieder gespannt, wie das hier aussieht. Zeit, Papa Hallo zu sagen.
Die Mauer der Rechtschaffenheit. The Watcher of the Veil fought valiantly and offered up his life in defense of our home. As you see, he still watches over us to this very day. Wait, is that Seto? My father? No, there's no way. The poisoned arrows of the Gi transformed his body into stone, and there he has stood ever since, his watch eternal. Our savior. What about my mom? Did she know what had happened to him? Why, of course she did. It was, after all, she and Seto who asked me to seal off the cave. But why? Why did she never tell me the truth? Because she knew that if she did, you would attempt to seek your father out all by yourself. Your parents strove to keep our Veil safe. But there is one thing they fought even harder to protect. You, Nanaki, their son. She was afraid because I was too small and weak. Back then, perhaps, but not anymore. Heavens no. You've become a fine warrior in your own right. And that is precisely why I brought you here. But this is not where your journey is meant to end, my dear boy. You must leave the Veil once more. But I'm a watcher now. I gotta protect our home, like he did. Listen to me, Nanaki. When I first heard your friend's emphatic warnings, I dismissed them outright. No more than the ravings of misguided youths. When you've lived as long as I have, you start to believe you've seen it all. That no surprises remain. But I realize now how very foolish I have been. The eyes that I thought saw the world clearly have grown blind to new possibilities. But I would hate to impede your progress any further. I bid you leave, Nanaki, before, like me, you become inured to your own ignorance. With sharper eyes and keener ears, go forth and in my stead seek the great truths of our world. Look after him for me. Don't worry. We will. You failed this trial, my boy. Continue your training and try again. Are you up to the task, Nanaki? You bet I am, after all. Oh, schön. Das ist genau wie damals. I am Nanaki, Watcher of Cosmo Canyon. And son of Seto, protector of our Veil. To me. What the fuck? Okay, das war nicht im Original. My name is Gi Natok.
der, den wir gerade bekämpft haben. Noble Seto, I beseech you once more. Hear the urgent pleas of my people. My thanks, Seto. You are as magnanimous as ever. The warrior Nanaki, and you, the Cetra. Come with me. What the fuck? Was ist denn jetzt los? An exciting turn of events indeed. We'll back you up for 2000. 2000. Come, Cloud. No. This one's free. Ah. Okay, ja, also wie gesagt, das hier war definitiv nicht im Original. Deswegen keine Ahnung, was jetzt passiert. Was, wer seid ihr denn? Achso, okay. Take care, okay. Please look after. Blessings of the planet be upon you all. Within that pea's flesh is a tumult of emotion. See to it that Nanaki remains safe. Our world is filled with wonders. I bid you seek them out. Alter. Okay, Nanakis Vater ist ein richtiger Giga-Chat, oder? Der ganze Hügel, wo er drauf ist. Überall stecken Waffen drin, Alter. Wie viele hat er niedergemetzelt? So, wir können wieder die Gruppe wechseln. Okay. Okay, wir haben Getschi und Barrett. Das wäre ja wieder ein Doppeltank-Setup. Ich muss jetzt erstmal die Materia fixen. Also, Cloud kriegt wieder hier Glut und Frost. Barrett hatte das Heilen von... Der ist auch von Cloud? Ah jo. Okay. Hier spielt einer Kantine am Bannerbahnhof. Frost braucht er doch nicht. Warte mal. Was hatte er statt Frost? Ah, ATB Shock. Okay. So, ich glaube, Cloud ist jetzt wieder gefixt. ATB-Shock und zweimal TP-Boost. Hatte der nicht... Ah nee, stimmt, er hatte noch... stimmt. Cloud hatte statt dem zweiten TP-Boost hat der noch Engel. Genau, hier wiederbeleben. Okay, jetzt stimmt's wieder. Das ist das, was er vorher hatte. So, okay. Cloud ist gefixt. So, Nanaki. Doppel-TP-Boost. Abwehr blocken, provozieren, ATB-Schock.
Der hat jetzt gerade 3 TP-Boosts. Das ist ein bisschen viel. Der wollte auf jeden Fall nochmal die Barriere zurückhaben. Ja. Tiefe hat jetzt wieder das. Dann gebe ich ihm noch gestärkte Attacke als ein zusätzlicher Buff. Oder ich gebe ihm mal Zerstörung mit für den Fall der Fälle. Also langsam sollten wir das vielleicht mal irgendwann leveln. Das sieht doch jetzt ganz gut aus bei ihm. Ja. Okay. So ein richtig, richtig krasser Tank einfach. Mit den ganzen lila Dingern hier. Und so ein bisschen Support. Finde ich gut. Und Feindes können, Feindestechnik für den Fall der Fälle, dass wir irgendwas Besonderes brauchen. Das sieht doch ganz nice aus. Ja, Tifa sieht auch gut aus. Und ich meine nicht ihr Aussehen, sondern ihre Materia. Doppel-TP-Boost, Doppel-Glücksboost und Kraft. Das Mädchen fürs Draufhauen. Bei ihm eigentlich auch, ja, bei ihm auch gut. Bei ihr passt auch alles wieder. Wobei, Moment, ihr fehlt ihr TB-Shock, hat er das? Hä? Moment, ihr fehlt irgendwas. Ach, das habe ich ihm auch gegeben, oder? Er hatte vorher den ATB-Shock nicht. Scheiße. Ja, eigentlich hatte sie ATB-Shock und Erstschlag. Dann hat er jetzt den doppelten TP-Boost hier. Sie hat wieder Erstschlag. Ich hätte liebend gerne auf ihr nochmal einen ATB-Shock. Oh, dann hätte er... Dann würde ich ihm jetzt... Ah, fuck, dann würde ich ihm jetzt 3... Ja, okay, wir probieren es einfach mal so. Wir probieren es einfach mal. Sie hat jetzt Erstschlag und er hat den ATB-Shock. Ich würde halt... Ich will unbedingt noch einen weiteren ATB-Shock haben. Und am besten sogar noch 2 Erstschlag. Aber ich muss mal gucken, wo man die herkriegt. So. Die Leute, die noch eine Waffenfertigkeit brauchen, hier kommt mal bitte hier rein. So, bei ihm war es Gegner niederstrecken, bei ihm mindestens 2 Gegner treffen, okay. Barrett wird wahrscheinlich einfacher. Can anyone explain to me why we're even taking this detour? Anyone? Cause some of us are on a mission to secure the material we need to, you know, save our homeland. How can you talk like that in a place like this? I'm scared out of my wits here. I don't know. This Gee dude's too nice to freak me out. He may act nice, but who knows what he's planning. Stay alert. Whoa. Ich wollte gerade sagen, jetzt fehlt eigentlich nur noch so ein Charon, so ein Fährmann. The home of the Gee lies beyond. Now let us begin our journey. Not so fast. What's in it for us? Unless it's materia, you can count me out. How strange you should mention materia.
My people are also in search of it. Oh. Okay. Und sie ist direkt dabei. Direkt überzeugt. Would have stayed longer if I could, but I'll be back soon. I promise. Ab in den Hades. I'm gonna hurl. Maybe try swaying with the rocking of the boat? I wanna move less, not more. Didn't seem to mind when you jumped aboard. Only because he mentioned materia. Be quiet. The planet is listening. Shut the fuck up. And what's wrong with that? Anything that reaches the planet's ears, in due time, reaches those of the Cetra. Unfortunately, the Cetra are not a tolerant people. Excuse me, am I intolerant too? I'm Cetra. You are indeed one of them, by lineage alone. You know some not of their history. Christokai has been lost to time. Their history? Consider history. Your ignorance a blessing. The Cetra's past is fraught with horror and sorrow. Horror and sorrow. Oh, komm jetzt wieder hier, Zack. On the ground, bleeding out, watching everything go dark. Thinking, this is it. This is how it ends. Only, it isn't. Suddenly, the wind picks up out of nowhere. It tugs at me so hard, it feels like it's tearing my soul right out of my body. Next thing I know, I'm back in the orphanage. But nobody can tell me who found me or how I got there. It's a miracle. It's a miracle. Sounds like what happened to me. Whole freaking army unloading on my position. I'm feeling every single bullet. Wir sind gerade am Ende, glaube ich. Also wir haben gerade dieses, den Dungeon quasi. Von der Gegend haben wir gerade abgeschlossen. Und jetzt werden wir irgendwo ganz anders hingebracht. Irgendeine Gegend, die es nicht im Original gab. Also gerade entfernen wir uns wieder von der Originalstory ein bisschen. Ich habe es irgendwie geschafft, die Odds zu schlagen und hier allein. Why in the hell did fate pick me? Can't think that way. Can't not think that way. Their luck runs out, but mine doesn't. I'm the only one who gets a pass. And now that it's just me, what am I supposed to do? Nee, die Gi waren im Original, waren das echt nur Gegner. Yeah. Über die auch gar nicht so viel erzählt wurde. Die hast du halt dann quasi in ihrer Geisterform, hast du die halt nochmal gekillt in der Höhle. Aber sonst war mit denen gar nichts. Hey, come with me. Sure, but why? I'll explain on the way.
Okay. Aber erstmal wieder eine Sektion hier mit Zack. So Leute, aber ich sehe gerade, ich hätte eigentlich schon längst aufhören müssen. Ich habe jetzt nicht ziemlich gleich wieder einen Termin mit meinen Buddies zum Raiden. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hin und ich hoffe, ich kann hier auch speichern. Ja, okay, super. Perfekt. Aber trotzdem ein ganz guter Punkt eigentlich, um nochmal eine Pause zu machen, weil quasi hier den Cosmo-Dungeon abgeschlossen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Jetzt erstmal wieder eine Sektion mit Zack anscheinend. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Es bleibt spannend. So, ihr Lieben. Wir machen einfach mal wie gestern. Ich sehe nämlich, dass der gute Lord3D wieder Super Mario RPG streamt. Den haben wir ja gestern schon mal geraidet. Den würde ich auch einfach gerne nochmal unterstützen. Ich habe uns übrigens hier mal... Guck mal hier. Ich kann jetzt hier einfach das hier aufrufen, dann copy and pasten. So, da ist unsere Raid-Nachricht. Du bist dran! Raid-Attacke! Das wird jetzt so unsere Standard-Raid-Nachricht. Dann sagt mal lieb Hallo. Jo, viel Erfolg. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja, es wird auf jeden Fall spaßig. Ich sag mal so, es wird spaßig. Alles klar, Leute. Wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen. Viel Spaß da drüben beim Lord3D. Ich glaube, der macht jetzt gerade so ein bisschen Postgame-Zeug in Super Mario RPG, wie ich damals auch, nachdem das Spiel quasi schon fertig ist. Bin mal gespannt. Aber jo, euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns wahrscheinlich dann morgen wieder. Und vielen Dank fürs Zuschauen, für den Support. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß mit den neuen Emotes da. Bis dann, haut da rein. Auf Wiedersehen, Leute. Tüdelü. Hey, immer wieder gerne, Defi. Danke fürs Hiersein.